Hallo und so und schön, dass du hier eingeschaltet hast. Und ja, das ist jetzt komisch, aber das ist nicht mehr Hexit, sondern das ist Zekit. Auf die Welt gekommen, die sind ja schon alle da. Und keine Ahnung, wo die sind. Das ist gerade blöd. Wartet, 15 Min. Und zwar, ja, Hexit war zu sagen nicht unser Modpack so ganz. Wir haben nämlich nicht ganz verstanden, wie das funktioniert und was man als nächstes machen muss, wenn man diese Kacke machen muss. Also, was man als nächstes klatschen muss an Bossen und so. Und deshalb spielen wir jetzt mein altes Lieblings-Modpack. Ich habe es noch nie richtig hochgeladen. Es war ein Stream-Project vor kurzem noch. Warum funktioniert? Ach ja. Und ja, das haben wir jetzt sozusagen als, wie soll ich sagen, als richtiges Projekt gemacht. Es wird natürlich auch noch ein Stream-Projekt bleiben, denn der Techniker verspätet sich ein bisschen. Ich muss den Livestream leider verschieben. Das wird dann so irgendwie nächste Woche irgendwann abends sein. Ich hoffe, das passt allen noch rein. Ich werde das vorher nochmal ankündigen, denke ich mal. Der Techniker kommt halt. Er sagt so, ja, in der nächsten Woche irgendwann, vielleicht mal, vielleicht eventuell. Ja, deshalb müssen wir warten. Die haben schon Jetpacks. Tja, die sind, haben ein bisschen vorgeprescht, anscheinend in 2 Tagen, wo das da war. Folge mich. Also, es wird richtig einfach, dir zu folgen, wenn du ein Jetpack hast. Tja, und hier kann man recht viel machen. Ich habe jetzt noch ein Texture-Pack drin, das ist nicht beabsichtigt. Das ist noch, hatte ich noch drin, als ich das letzte Mal im Stream-Projekt wahrscheinlich genommen hatte. Das ist gepatcht, das heißt, hier ist alles wirklich übertragen. Jede Mod hat ein. Was ist denn jetzt Sprinten? Jeder Mod hat ein Texture-Pack. Und ich kann es auch noch rausmachen, falls es zu viel Performance fressen sollte. Wir gucken mal, wie das läuft. Aua. Ja. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass hier. Ah, warte mal, das waren doch sogar. Ich glaube, ich hatte ein Ankündigungsvideo gemacht. Zu dem Projekt, wo auch noch hätten welche mitmachen können. Allerdings. Ja, hat halt kein Interesse. Ach, guck mal, da ist doch ein Haus. Laufe ich jetzt einfach mal hin. Q, also F5 habe ich irgendwie hier noch nicht. Welche Version ist das? 147. Richtig lustig. Ja. Die haben hier schon echt viel gemacht anscheinend. Wir gucken einfach mal, was wir jetzt noch machen. Wir wollen uns natürlich erstmal hier. Ups. Ach. Der Skinbug drum, den werde ich mir nochmal umändern. Ist das Rubberwood? Haha. Alles klar. Weg. Das ist meine Abkürzung. Aber mir ist es inzwischen eh egal, ob ihr jetzt meinen Namen kennt. Es ist halt leider nicht den Menschen um mich herum ganz egal. Zum Beispiel Tidus. Da hat er nicht so unbedingt viel Lust drauf. Deshalb. Ich werde mal den Chat ausstellen. Nicht, dass die bekennen sich jetzt noch, wer tut. Ich hätte das einfach jetzt mal ignorieren. Ich werde die nachher fragen. In der Skype-Konf, was sie so gemacht haben. Ja. Livestreams werden also folgen, mit diesem Projekt vor allem. Und dann gucken wir, was wir alles machen. Oh, ich werde das rauspacken. Das nervt mich auch irgendwie. Dieses Texture Pack gefällt mir einfach nicht. Ich mag Specs nicht so. Wäre doch nochmal die. Wäre doch nochmal. Oh, hier ist schon Optifine. Stimmt. Ich habe schon Optifine. Ich wollte gerade sagen, ich werde nochmal die Performance Mods reinpacken, aber. Das ist. Ich hatte noch irgendwo den Ordner auf meiner Festplatte. Deshalb konnte ich den hier reinpacken und dann ist alles dabei gewesen. Das war richtig schnieke. Gut, wir gucken mal. Render Distance Short, das passt mir nicht. 16 ist normal. Performance 60 FPS passt. Macht zum Auflaufen Jail manchmal Fehler hat. Ich hatte auch letztens zum ersten Mal Nvidia Grafikkartentreiber Fehler. Da will ich nicht runter. Ah, hier sieht das Rubber auch doch so scheiße aus. Wartet einfach mal nicht den Skin. Habe ich jetzt eigentlich das Achievement mitbekommen? Ich möchte die einfach jetzt machen. Bauen wir nochmal Holz. Zählt Rubberwood nicht als Holz? Oh, you must be serious. Gut. Achso, was haben die eigentlich gebaut? Aus Kohle doch nicht, oder? Nee, aus Basalt. Das werde ich auch machen. Ich frage mich nur gerade, also ich werde mein Haus.
Also diesmal werde ich wahrscheinlich nicht zusammenbauen. Aus dem simplen Grund, Titus ist nicht dabei. Und ja, es versteht wahrscheinlich kein anderer meine Bauweise und auch nicht, wie die Sachen da drin funktionieren. Alter, da prescht aber echt jemand vor. Deshalb werde ich das lieber alleine machen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da so schnickes hinbauen werden. Ich werde mal versuchen, meine Maus eben ein bisschen weiter vor mein Mikro zu quetschen. Oh shit. Ich habe mir einfach mal das Equipment von irgendjemandem geklaut gerade. So. Ich will auch nur das Achievement haben. Genau. So. Uns eben nur eine Crafting. Ich glaube, aus Rubberwood kommt leider. Alter, hier gibt es noch nicht dieses Ziehen. Das könnte nervig werden. Aber gut. Was soll man machen? Oh, meine Hotkeys funktionieren auch nicht mehr cool. Ich habe schon wieder richtig Lust auf das Projekt. Nee, Spaß. Mir macht es echt viel Spaß. Wow. Didn't expect it. Da kommen einfach nur Sticks raus. So, holen wir uns eben noch dieses Achievement und den Rest machen wir irgendwann, wenn wir ein Schwert bauen. Wir bauen ein Schwert. Hauptsache man hat diese Sachen hier. Gut, Getting an Upgrade und Hot Topic können wir dann gleich schon machen. Könnten natürlich um Ressourcen fragen. Ich guck mal. Ach cool, jetzt fällt es dem Sack ein. Titus hat mich vorhin was heißt vorhin, gestern. Hat mich gestern was über League of Legends gefragt und ja, jetzt hat er mich angeschrieben. Ich kann ja mal kurz gucken, wann habe ich ihn angeschrieben? Das war um 15:07 Uhr. Jetzt ist es 17:28 Uhr. Cool. Habt ihr Food? Essen? Ich wollte auch eigentlich mal den Difficulty überprüfen, aber das ist jetzt egal. So, hier können wir uns ein bisschen Achievements holen. Ach Gott, das wird echt verdammt nervig. So, Hot Topic einmal. Dann eben ein Steinschwert gecraftet. Okay, das funktioniert wenigstens noch. Ich bin beruhigt. Gut. Wir stocken übrigens in Full HD und 30 FPS, weil ich das irgendwie cooler finde bei so einem Projekt. Einfach so richtig krasse Quali. Das ist mehr Reden. Deshalb ist es auch eher so ein Livestream-Projekt oder wird es eher so ein Livestream-Projekt. Ich werde mir mal den Basalt von denen klauen, denke ich mal. Marble haben sie schon, aber zumindest der da drüben gebaut hat. Ich werde mir einfach bei ihm alles klauen. Er hat schon einen Enchanter. 14 Dias. Die werde ich ihm natürlich nicht wegnehmen. Werde ich mir selber später irgendwann holen. Die werde ich mir vielleicht mal ausleihen. Sorry, wenn du die vermissen solltest. Ken. Boomerang werde ich mir vielleicht noch bauen. Mal gucken. Gut. Und mein erster Schritt, den ich immer so mache. Ja, ich weiß halt jetzt nicht, auf welche Mod ich mich beziehen möchte. Ich war eigentlich immer sehr produktiv, aber diesmal möchte ich auch wirklich nur auf Schönheit auch eher achten. Auf mein Symmetrieauge werde ich Rücksicht nehmen. Gut, und dann gucken wir jetzt mal, was wir bauen. Ich überlege wirklich, mich mit dieser Mod hier mehr zu beschäftigen. Die hat mehr Möglichkeiten, ist die einfache Sache. Deshalb, das ist glaube ich Industrial Craft. Add Industrial. Ach cool, geht hier in der Version gar nicht. Richtig frisch. Gut, dann machen wir eben so. Generator. Noch ein Industrial Craft. Refined Iron, also doppelt geschmolzenes Eisen. Genau. Ein Iron Furnace aus Eisen und eine E-Battery, das so ein bisschen schwierig werden könnte wegen diesem beschissenen Kupferkabel. Die machen keinen Spaß. Und ich sag's euch. Mal kurz gucken. Ich glaube, die Treefeller Mod, also die. Ich glaube, die heißt anders. Egal, ist nicht drauf. Doch, die ist drauf. Cool. Okay. Das heißt, wir können in Windeseile ein paar Bäume gefällt haben. Warum habe ich mir eigentlich noch eine. Ach, die geht eh super schnell kaputt. Gut, haben wir schon mal ein bisschen Holz. Konnte man den zusammencraften oder muss man den schmelzen? So, so, so. Den musste man schmelzen. Was geht bei diesem Feuer ab? Es wird vielleicht, also hoffentlich nach einem Restart dann behoben sein. Ich frage einfach mal nach. Wobei, das wird mir nichts bringen, weil ich den Chat ausgeschaltet habe. Gut. Jetzt durchsuche ich einfach mal seine Kisten. Er hat nichts. Ja gut, dann werden wir uns selber was zu essen suchen. Ich baue uns eine Angel oder so. Oh, der hat schon einen Generator. Vielleicht kann ich den dann mitbenutzen. Das sind Stirling Engines, genau.
Ist aber eh keine Kohle drin. Genau, hat schon einen Pulverizer. Ich frag mich, ja gut. Ich werde den wahrscheinlich mitbenutzen. Ich werde mir mal eine Mine graben. Und mal gucken, auf welcher Zeit wir gerade sind. 10 Minuten haben wir noch, 5 Zeit, um irgendwas Krasses zu machen. Oder um noch weiter das Modpack zu erklären. Kopferland. Das wird noch lange andauern, bis ich das vergessen habe mit dem Grön und Grön. Ach, egal. Das werde ich euch ein andermal erzählen, vielleicht. Habe ich wenigstens mal was und so. Nein, Spaß. Aber ist nicht die richtige Zeit dafür gerade. Also, das Modpack ist technikbasiert. Tekkit ist schon älter. Das ist Tekkit Light, nicht Tekkit Classic. Man kann also nicht zum Mond fliegen oder sowas. Dafür gibt es mehr Einrichtungsgegenstände. Man kann mehr auf das Design achten. Natürlich wurde auch an Technik-Mods nicht gespart, wie man allein an den Industrial Craft Mods sehen dürfte. Problem, ich denke mal, wir werden wieder dasselbe Problem haben wie mit der Power Suite. Ich habe jetzt zwar schon alles umgestellt, allerdings ist der Server noch auf der alten Version. Ich hoffe, ich finde die Server da nochmal irgendwo, um die umzutauschen. Dann passt es auch mit der Power Suite wieder. Also ich hoffe mal, dass ich sie finde. Wenn nicht, dann müssten wir das halt nochmal alles umstellen. Zur Not habe ich, glaube ich, die Config noch irgendwo auf einer Seite mir hochgeladen, sozusagen, damit ich eigentlich auch eher für die anderen Mitstreiter bei diesem Projekt, die dann das sich downloaden konnten, nicht selber umschreiben bzw. neu downloaden mussten, sondern ich konnte das denen einfach so per Hand einfach mal easy übergeben. Tja, mal gucken, wie das sein wird tun. Ich hoffe mal, ich finde die noch, weil das ist ein bisschen nervig, das zu machen. Gut, und wir gehen jetzt erstmal auf die Höhe. Ach du Scheiße, es leckt mal wieder richtig schön, wenn ich F3 drücke. Riecht das nicht schön? Gut. Das erste Eisen ist gefunden. Das werden wir für den Iron Furnace, für den Generator brauchen. Ich weiß nicht, ob es dafür extra Achievements gibt. Ich hoffe einfach mal nicht. Ich werde mal nachgucken. Minecraft. Ach Scheiße, leck mich doch im Sack. A New Ore Miner sind so Special Achievements. Wo fängt denn die Wichse an, Jungs? Man kann nicht zurückscrollen, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich kann diesen Mist nicht verkleinern. Ist hier der Start? Energy Flow. Requires. Also, man kann nur die zwei Sachen. Ach, Sticky Situation. Ja, hätte ich mir vielleicht vorher mal rein. Na, was soll's. Also, das erste Eisen haben wir jetzt. Jungs. Warum springt der denn da nicht mehr raus, ey? Altes Minecraft halt. Gut. Dann gehen wir mal wieder in die Oberfläche. Ich denke mal, das erste Eisen können wir uns auch nochmal selbst schmelzen im klassischen Ofen. Später wird es sehr krass sein, was wir so in Sachen haben werden. Ist halt jetzt mehr wieder so ein Suchti-Projekt. Aber ich mag solche Projekte auch mehr. Weil ich dann wieder was zum Durchsuchen hat. Wobei ich jetzt erstmal wahrscheinlich auf die neue Leitung warten werde. Hat er vielleicht Kohle, die ich mir auswählen kann? Nein. Die hat er wahrscheinlich alles in den Generator gepumpt. Gut, dann nutzen wir eben Holz. Keine Lust, Kohle zu suchen. So, und schmelzen uns dann unser erstes Eisen. Was machen wir damit, ist die Frage. Ich werde mir auf jeden Fall Marble offline wahrscheinlich suchen, weil Marble suchen ist kacke langweilig. Da muss man in eine Höhle einfach rein. Braucht man nicht mit Ansehen auf jeden Fall. Und falls ich noch mehr offline machen sollte, dann werde ich euch das jetzt einfach mal zeigen, beziehungsweise sagen. Und zwar werde ich mir den Pulverizer bauen, beziehungsweise nicht den Pulverizer, falsch, ich will den Meserator bauen. Der hat den simplen Vorteil. Erstens, den kann man upgraden. Sozusagen, muss man halt dafür abbauen. Und seitens, der hat eigentlich dieselbe Funktion, nur der läuft, was der Ken, aka Unilink, falls es immer noch jemand nicht gecheckt haben sollte. Der Pulverizer läuft mit MJ, Minecraft Jewels. Und das hier läuft mit EU. Und das ist kacke, weil das kann nicht das befüllen. Das hat also mit dem hier keinen Nutzen. Das heißt, er kann hier drin nur sein Jetpack aufladen und damit eigentlich nur seinen Scheiß verkleinern. Ich könnte mit diesem Generator jetzt meinen Meserator dann betreiben später. Und ich brauche eigentlich gar nichts dafür, außer Refined Iron und Rubber Wood, beziehungsweise nicht Rubber Wood, sondern diese Rubber Sticky Resin heißt es einfach. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgendwie Klebstoff oder sowas. Oder halt roh, ja,
heißt das? Rohgummi. Das Wort habe ich gesucht, Rohgummi. Damit kann man ziemlich viel kranken Scheiß bauen. Vor allem kann man da Upgrades reinhauen. Die könnten später verdammt heftig werden. Da kann man Sachen bauen. Da werde ich vielleicht... werde ich kein Video zu machen. Aber da kann man Sachen bauen, die sind sehr krass. Ich glaube, man kann sogar daraus, aus diesem blöden Cobblestein, Diamanten machen. In einem sehr aufwendigen Verfahren, gebe ich zu. Aber man könnte es machen. Wir werden dann später auch eine Quarry bauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ein, zwei Folgen zu dem Projekt gemacht. Das hieß Modern Craft. Ich werde das wahrscheinlich wieder so benennen. Die Folge wird wahrscheinlich irgendwie ein neuer Beginn heißen. Oder ein neues Ende. Oder ein... Ach, mal gucken, wie ich sie nenne. Ich werde mir irgendwas ausdenken. Stimmt, hier, das ist auch ganz cool. Aber ich will mir jetzt nichts von ihm nehmen. Deshalb, den nehme ich wieder mit. Und dann werde ich mich jetzt offline gleich auf die Suche nach Marble erstmal begeben. Und was ich jetzt noch in der Aufnahme machen möchte, ist... Ich möchte den Platz für mein... Ach du Scheiße, hier fehlen übelst viele Texturen. Ich werde hier den Platz für mein Haus festlegen. Hier sieht es irgendwie blöd aus. Da ist so ein großes Feld. Ich denke mal, ich werde da an der Bucht bauen und... Ja, ich denke mal, ich habe da eine ganz gute Idee an sich. Denn ich habe damals Tech Town verfolgt. Ich habe das Projekt mega gefeiert, deshalb mag ich Tech It wahrscheinlich auch so sehr. Und das war so ein Projekt zwischen Tom, also Shuffle, LP, Talkjob Media und Zander. Später dann auch noch irgendwie, keine Ahnung wie der hieß. Den habe ich nicht so sehr aktiv verfolgt. Ja, und die haben hier ein Haus gebaut, das ging hier so hoch, bla bla bla, war alles ganz schön. Aber was ich richtig gefeiert hatte, war, die hatten auch hier so einen Fluss und die haben hier unten einfach so eine Fensterscheibe reingebaut. Und da war dann deren Lager. Ich werde das natürlich anders lösen. Ich werde mal gucken, ob ich ein ME-System hier ein ME-System bauen werde oder dasselbe wie in Modern Craft, bisschen langweilig, aber halt effektiv, beziehungsweise effektiver, wozu ich halt erstmal die Config wieder ändern müsste, die Black Hole Chest in Verbindung mit ein paar Pipes. Das ist aufwendiger und auch farbspieliger. ja, farbspieliger, das versteht wahrscheinlich keiner von euch, aber muss auch keiner. Das wäre ziemlich komisch, wahrscheinlich sogar, wenn einer von euch verstehen würde. Ja, und dann werde ich hier so eine Fensterscheibe reinbauen, wie in Tech World bei Tom und Zander. Und ja, das wird dann hoffentlich passen. Ich kann ja hier schon mal, so, hiermit markiere ich mein Grundstück. Das hier ist kein Naturgebiet mehr. So, kein Naturgebiet mehr. Hier ist mein späteres Haus. Gut, hier werde ich mich dann gleich runterbuddeln und nach Dings suchen und ja, wahrscheinlich ist das das Einzige, was ich offline machen werde, nach Marble, genau das hier, das da drüben suchen. Ich werde das natürlich nicht so roh lassen, wem es gefällt, gut, aber nicht mein Style. Ich werde das schneiden, halbieren und vierteln und achteln sogar und dann werde ich hier meine Wände rausbauen und da werde ich ziemlich viel Spaß dran haben, denke ich mal. Ich werde mir nochmal die alten Folgen angucken von Tech World, beziehungsweise Tech Town, nee, es ist Tech Town, glaube ich, und ja. Damit verabschiede ich mich von dieser ersten Folge, beziehungsweise eigentlich ist es keine erste Folge, sondern das Projekt ist ja älter, aber es ist halt ein Neubeginn. Und deshalb die erste Folge von Modern Craft Staffel 2, denke ich mal. Tschüss.